Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2. Wir sind hier, weiß ich wo, irgendwo in der Pampa. Wir hatten zum Schluss der letzten Folge mit dem O'Driscoll-Typ zusammen die O'Driscolls oder das Lager von denen gefunden und die auseinandergenommen. Aber der Chef war natürlich nicht dabei. Das war ja eigentlich klar. Und wir machen heute wieder ein paar Missionen. Ich bin gespannt, was wir heute so erleben. Und wo sind wir überhaupt? Es fängt an zu regnen. Das ist schlecht. Wir müssen uns unterstellen. Komm schon, fährt. Schnell. So, ich gucke gerade mal auf der Karte. Was machen wir heute? Da unten ist die Stadt. Okay, so weit sind wir gar nicht entfernt von denen. Aber unsere Base ist hier hinten. Eieiei, was haben wir hier? Okay, das hört sich interessant an. Was ist das? Leopold Strauss. Dutch von der Linde. Nee, van der Linde. Hosea. Wir machen mal mit Hosea eine Mission. Kann ich eigentlich auch eine Schnellreise hierhin machen? Nee, irgendwie nicht. Okay. Gut, dann müssen wir das also reiten. Dann bis gleich. Oh, ich höre wieder wen reden. Moment. Die sind doch da oben. Ach, die beiden, na warte mal. Die verfolgen mich gerade mal. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber vielleicht ist es was Interessantes. Und da kommt auch noch eine Kutsche vorbei. Oh, die haben jemanden. Wie, hey, help. Grüßen. Wer ist das? Kopfgeldjäger? Aua, du Drecksack, du. Junge, der ballert der mich ohne ab. Wusch. So ein Hund. Ich habe gar nichts getan. Der ballert der mich einfach ab, ne? Jo, das Pferd läuft mit dem weg. Jo, jetzt hat der, ist der Zeuge. Ach komm schon. Das wollte ich doch gar nicht. Leute. Da habe ich mich jetzt gerade richtig in die Scheiße geritten. Jetzt habe ich Zeugen dafür, dass ich jemanden erschossen habe. Geiler Scheiß. Ich denke mal, jetzt wird der Sheriff nach mir suchen, oder? Kacke. Ich wollte doch nur schauen, was die... oder wer die sind. Und was die miteinander bereden. Ich wollte dir nichts tun. Jedenfalls nicht sofort. Aber, nein, ich wollte anbinden, Junge. Anbinden. Moment, nochmal aufsteigen. Kann ich dich anbinden? So, nicht, dass das Pferd wegläuft, ne? Irgendwie, wenn es mal einen Schrecken kriegt oder so. Man weiß ja nie. Ach so, ich könnte auch nochmal dich gerade ein bisschen streicheln, hä? Kleiner Pferd. Ja, du bist... ganz feiner, ne? Ja. Finde ich voll cool. Es kackt dabei. Na super. Ich streichle dich nicht mehr. Ja, wir wollten noch mit Hosea was machen, ne? Der ist hier vorne. Ja. Auf die Jagd gehen. Oh, das sehr gerne. Jose? You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. Wow. Ein Zielfernrohr. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1000 pounds. My God, but you need me to come with you. Of course. Let's go. Oh, sehr gerne. Das hört sich sehr gut an. Jagen mag ich echt gern. Ist cool gemacht in dem Spiel. Generell, das Spiel ist einfach nur umwerfend gut gemacht. Ich kann es immer wieder nur betonen und loben. Aber es gibt aktuell nichts, was ich an dem Spiel rumzumeckern hätte. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now, unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. Ja, ich weiß. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Ich will den gar nicht verkaufen, vielleicht ist das ja ein cooles Pferd. Es gibt ja verschiedene
Rassen hier in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, welche Vorteile welche Rasse hat. Achso, wir sollen das Pferd entsatteln. Okay, ich weiß Bescheid. Ich bin mal wieder da, Junge. Hat er schon ein größeres Pferd hier, ne? Auf jeden Fall. Wie heißt das Pferd? Also von der Rasse her? Pferdeinventar. Nee. Die streicheln wir auch mal. Du bist auch ein liebes Pferd, ne? Ja. Ich hoffe, das andere ist nicht eifersüchtig hier, das von uns. Aber okay. Dann wollen wir mal in die Stadt ziehen, da wo wir gerade gesucht werden. Ich hoffe, wir werden dann nicht gleich abgeschossen. Das wäre nämlich richtig bescheuert. Oh, er reitet da lang. Stolen outside that saloon in Deer Creek. I remember now, just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. So, da sind wir auch schon wieder in der Stadt. Und unser Pferd macht gerade ein paar Mätzchen. Ist auch gut. Die passiert nichts hier. Naja, ich weiß. Okay, bring das Pferd in den Stall. Komm her, mein Junge. Erstmal in der Garage einparken. Ja. So, und jetzt? Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Okay. Ein Arbeitspferd, sagt er. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, Shire. Geschwindigkeit und beschleunigen Wendigkeit schwerfällig. Ja, $5,20 für ein Pferd. Willst du mich verarschen? Können wir auch gleich einen Stall machen. So. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Einmal den Morgan. Das ist ein 1-Euro-Pferd sozusagen. Für die schmale Kasse und ein American Standard Bred. Der hat schon ein bisschen mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit und Wendigkeit renntauglich. Aber hier, das ist... Der hat mehr Leben und... Nee, warte mal. Ach so, das war der hier. Wording. Es sieht aus, als hätte man das Pferd, den Kopf von dem Pferd auf ein anderes Pferd gesetzt. Ganz komisch. Aber okay. Wir könnten ja das hier nehmen. Für $150. Da wäre ich zwar fast pleite, aber wir hätten ein besseres Pferd. Mein Pferd. Wie nennen wir das? Weil es renntauglich ist, sage ich jetzt einfach mal rasender Roland. So. Keine Ahnung. Pferdezubehör und Dienste. Pferdevorräte. Wie viel haben wir denn davon? Möhren. Füllt den Kern deiner Gesundheit oder alle Kerne deines Pferdes ein wenig auf. Was nehmen wir denn da so ein bisschen? Einmal was für die Ausdauer. Zuckerwürfel. Nehmen wir mal so ein paar. Ja, und dann können wir noch so was für die Gesundheit nehmen. Und dann nehmen wir mal rote Beete oder... Okay, wir nehmen ein paar Möhren. So, das sollte erstmal reichen. Was gibt es hier? Pflege. Mähne, Schweif. Lull. Irokese. Hä, geil. Wir können... Ja, genau.
Irokese. Kostet viel. Das ist ja cool, wir können uns da vertunen. Ist ja wie bei GTA Online. Ja, moin. Auch nicht schlecht, oder? Also das ist cool, das machen wir aber später mal. Brauchen wir jetzt nicht machen. Wir haben momentan nicht viel Geld. Aber das andere werde ich behalten. Ja, ja. Das behalte ich, denn für 5 Dollar ist das nicht wert zu verkaufen. Außer es gibt irgendwann eine Begrenzung an Plätzen, was ich schon glaube. Dann müssen wir es eventuell verkaufen. Noch ein bisschen Grünzeug, wow. Ah ne, eine Möhre. Okay. Dann komm mit, mein kleines Pferd. Das Hosea. Guck mal, ich habe ein neues Pferd. Aber getuned habe ich es noch nicht. Mache ich später dann. Wir können, glaube ich, mal aufsteigen, oder? Okay. Oh, ein langer Ritt vor uns. Na super. So, wo ist denn der Bär? Wir wollen ja einen Bär jagen. Aber warum wollen wir den überhaupt jagen? Vielleicht wegen Fleisch? Emerald Ranch? Oh. Interessant. Und schon wieder diese unfassbare geile Aussicht. Boah, wow. Das Spiel in VR, das wäre so cool. Aber da würde ich, glaube ich, kotzen ohne Ende. Da bräuchte ich ein Pferd im Wohnzimmer, damit ich das so ein bisschen simulieren kann. Naja, geil. Wir können mit ihm noch reden über was? Was stand da eben? Jetzt geht's nicht mehr, hä? Hallo? Ich will mit dir raiden. Na, okay, dann nicht. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. Ja, klar. Ich nehme eine Schrotflinte für die Hasen. Haben wir noch viel übrig von. Ja, genau. Das meinte ich da auch. So, ich steige hier gerade mal ab. Den Bogen haben wir dabei, oder? Haben wir den dabei? Haben wir. Alles klar. Dann wollen wir mal auf die Jagd gehen. Da ist er. Leute, da ist er. So. Ich habe einen. Hebe den Hasen auf. Tut mir leid, lieber Hase, aber wir brauchen dein Essen. Also dein Fleisch. Häuten. Und die sind so süß, ne? Ja, klar. Wer kennt's nicht? Das war ein bisschen eklig. Na okay, wir bringen's dem mal. Eselhase? Was ist denn das für eine Art von Hase? Macht der IA oder was? Ja, wir sollten hier lagern und dann kommt der Bär und greift uns in der Nacht an. Wetten? Was soll man denn tun? Ah, okay, Crafting, lol.
Wir können craften. Wie cool ist das denn? I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Ja, stimmt. Hase schmeckt schon ganz gut. Herstellen, kochen. Ach, wie cool ist das denn? Kleinwildfleisch. Ja, dann machen wir das mal. Okay. Und schickt. Können wir essen. Ging aber schnell. Okay, das sollte erstmal reichen. Ja. Kannst du dich auch mal hinsetzen? Ja, können wir machen. Schlafen. Okay. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen von dem Monster in der Nacht. Oder von irgendwas anderem. Nee, anscheinend nicht. Ach, was für eine Nacht. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich hätte gerne Espresso. So, was ist dein Plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. Ich glaube, das wird echt eine Herausforderung, den Bär zu jagen. Ich denke, der wird uns das nicht einfach machen. So, wir können wieder craften. Starker Raubtierköder. Dafür brauchen wir was? Knorpeliges Fischfilet und Brombeere. Gut zu wissen. So, hätten wir getan. Und wir können wieder zurück. Oder müssen wir noch mehr herstellen als eins? Ne, es reicht. Okay, Lager abgebaut, Feuer ausgemacht und wir können wieder aufs Pferd. Okay. So far so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the light? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. Let's look by the water here, see if he's been fishing again. Deswegen sind wir hier, um den großen Bären zu fangen. So, jetzt holen wir noch ein paar Fische an Land. Damit wir ihn auch schön baiten können. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Okay, du hast das ein Jagdgebiet für legendäre Tiere betreten. Folge den Spuren, um das Tier aufzuspüren. Du kannst legendäre Tiere überall auf der Welt finden. Holy shit. Legendäre Tiere. Gibt es hier irgendwo eine Spur? Da, was haben wir hier? Untersuchen. Okay. Das Adlerauge. Alles klar. This way. Ob wir den mit dem Bogen besiegen können? Ich weiß nicht genau, ob wir damit durchkommen. Weil so ein Bär ist ja schon ein gewaltiges Tier. Oder muss ich den mit der Flinte umballern? Ich gehe mal lieber geduckt, man weiß ja nie, ne? Man weiß nie. So, hier geht die Fährte entlang. Ein Glück haben wir so ein Adlerauge. Aber es muss ja irgendwie geregelt werden.
Okay, was hat die hingeschissen oder was? Wo ist denn hier ein Hinweis? Ich kann momentan nichts erkennen. Ach, da hinten. Ach, Leute. Hier hinten ist einer. Ein Hinweis. Da ist er auch schon. Ein toter Fisch? Ja. Okay. Er hat also gegessen. Ist vielleicht nicht ganz so aggressiv. Wo geht es weiter? Da entlang. Okay, und hier ist wieder ein Hinweis irgendwo. Da vorne. Ja, ist doch gut. Was haben wir denn da? Ah, okay, er hat ihn auch schon gleich verdaut, den Fisch. Er könnte nicht mehr weit sein. Okay, wir müssen aufpassen. Hier entlang. Die Fährte endet hier. Für now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or. Oh nein. We could place bait here. That could work. Which you think? Niemals dürfen wir uns aufteilen. Nein, nein, nein. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Wo? Ich laufe einfach mal dahin. Ich habe doch gerade schon was gehört. Ich habe den Bären eben gehört, links von uns. Ob wir vielleicht bald die Gejagten sind? So, dann wollen wir mal den Köder hier innen flanschen. Hier genau, den. Mal gucken, ob er darauf anspringt. Warte auf den Bären. Na toll. 500 Kilo Bär. I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Ich bin ein bisschen angespannt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, ob wir den besiegen können. Ja, klar. Warum? Wir stehen da 10 Sekunden hinter und dann hat er keine Geduld mehr. Gleich wird er kommen. Und dann geht die Hölle los. Jo, ich höre ihn doch schon. Oh, oh. Alter Schwede. Ein richtiges Höllentier. Er schieße den Bären. Okay. Warte auf mich. Okay. Holy shit, was für ein Monster. You're fine, old man. Of course I'm fine. Ja, tschüss. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. Okay. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. Wieder eine Langzeitquest. Alle legendären Tiere besiegen. Was für Wunden? Hä? Ich bleibe. Wir holen uns das Ding heute, Leute. Wir holen uns den. Mal gucken, ob wir das schaffen allein. Gegen den großen Bären. Mission abgeschlossen. Tritt ab mit gesenktem Haupt. So.
Kann ich jetzt einfach hier wieder die Spur? Ja, kann ich. Okay. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Er ist auf jeden Fall weggerannt. Und eventuell verwundet. Okay, legendärer Grizzlybär. Wir folgen der Fährte. Hier ist ein weiterer Hinweis. Moment, nochmal geschissen oder was? Oder was passiert? Hier, Kot. Der direkt beim Weglaufen hingekotet. Hier entlang geht's. Ich lass mein Pferd lieber mal hier unten. Ich will nicht, dass es... Achso, ist der Zug. Holy shit, hab ich gerade Schiss gekriegt. Ich dachte, der kommt jetzt von rechts. Da ist er ja. Oh, sorry. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Aua, Hilfe. Oh, alter Schwede. Holy shit. Holy shit. Okay. Aua. Okay, er hat uns platt gemacht, aber... Ach du Scheiße. Wie soll ich den denn treffen? Wie soll ich den denn besiegen? Okay, Leute, ich bin wieder da. Hier schreit eine Frau um Hilfe. Ich wollte gerade nochmal den Bär suchen. Ach so. Oh, ihr Pferd? Was ist passiert? Helfen. Ach so, ich muss drücken. Los! Hoch mit dir! War das der Bär oder wie ist das Pferd umgekommen? Ja, vor allem Eaten. Was ist denn passiert überhaupt? Was soll ich Mildred sagen? Danke. Sehr gerne, aber du musst dich hier echt verdammt nochmal verpissen. Okay. In Annisburg. Dann komm mal mit. Mein Pferd ist da hinten. Halt doch mal an, du Scheißvieh. Geht doch. Okay, dann bringen wir die Frau mal nach Hause. Nicht, dass die noch vom Bär gefressen wird. Die hat da echt einen blöden Platz. Aber warum ist das Pferd jetzt umgekommen? I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Ich glaube, wir sind in Annisburg angekommen, oder? Just a little further. Ja. Momentchen, wir sind gleich da. Oh, die roden hier aber ganz schön den Wald ab. Annisburg. Oh. Alles klar. Sieht interessant aus hier. Schon so ein bisschen industriell angehaucht. Nicht einfach so eine typische Wildweststadt. Wo wir vorher waren. Hier geht schon ganz schön ab. Schnell mal über die Bahngleise. Okay. Ich glaube, hier wohnt sie irgendwo. Ja, kein Thema. Ja, passen Sie auf sich auf. Aber tut mir leid um das Pferd. Okay, Leute, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden dann in der nächsten Folge nochmal probieren, den Bären zu jagen. Ich habe den eben nicht mehr gefunden, nachdem wir dann gestorben waren. Aber vielleicht tun wir das in der nächsten Folge. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis dann.